Unsere Aufgabe heute ist zu sagen, wie viele Stunden 549 Minuten sind. Das Ganze sollen wir dann als Bruch- oder Dezimalzahl ausdrücken. Und das machen wir dann am Ende als beides. Wir können als erstes einfach mal sagen, eine Stunde, schnell zum Pinsel, eine Stunde sind 60 Minuten. Und wir wollen ja diese 549 Minuten in Stunden aufteilen, also in 60 Minuten. Das machen wir so, indem wir diese 549 Minuten durch 60 teilen, also durch eine Stunde. Ich schreibe die Rechnung für euch mal hin. Also grün steht immer für 549. Und das braun habe ich für die 60 Minuten genommen. 549 durch 60. Das rechnen wir jetzt erstmal. Neun mal sechs wären 54. Und dann wissen wir, 9 mal 60 sind 540. Also blau habe ich jetzt einfach mal für die Rechnung genommen. Minus 540, dann hier erstmal die 9 hinschreiben für 9 mal 60. Dann sind wir hier bei 9. Dann kriegen wir eine 0 runter, haben wir 90. Und die 60 passt in die 90 einmal rein. Hier, einmal. Dann bleiben 30 übrig. Ich kann mir wieder meine 0 runterholen. Und die 60 passt in die 300 fünfmal rein. Es geht auf. Und es bleiben 0 übrig. Hier. Wir wissen jetzt, also 549 Minuten sind 9,15 Stunden. Ich zeige euch mal das Ganze auf einem Zeitstrahl. Dann kann ich es euch ein bisschen besser veranschaulichen. Hier. Und ich mache das jetzt so, dass ich hier oben die Stunden hinmache. Hier wären wir bei... Schnell Pinsel. Hier wären wir bei 0 Stunden. Und da unten... Ganz kurz warten. Hier unten bei 0 Minuten. Und wenn wir dann bei einer Stunde sind, hier, haben wir da 60 Minuten. Habe ich ja auch da oben schon mal gesagt. Hier bei 2 Stunden sind es dann 120 Minuten. Hier bei 3 Stunden sind es 180. Also für jede Stunde tue ich hier jetzt diese 60 Minuten obendrauf. Bei 4 Stunden sind wir dann bei 240. Bei 5 bei 300. Bei 6 sind wir bei 360. Sieben sind 420. Acht sind 480. Und jetzt haben wir es endlich gleich geschafft. Und sind bei 9. Und das sind 540 Minuten. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, fällt euch vielleicht gleich auf. Da fehlen ja noch 9 Minuten. Und das kann ich jetzt so darstellen, indem ich 540 plus 9 und dann sind wir hier. Da sind wir bei 9,15 Stunden. Und in der Aufgabenstellung stand ja, wir sollen das Ganze noch als Bruch darstellen. Und diese 9 Minuten, die ich auf die 9 Stunden noch oben drauf tue, kann ich auch als 9 Sechzigstel, also die 9 Minuten von einer Stunde von 60,
9 Minuten von einer Stunde darstellen. Das wären dann 9 69stel. Und wer in Mathe gut aufgepasst hat, der kann jetzt auch gleich sagen, oh, das muss ja gekürzt werden. Und dann steht da 9 3/20stel. Und jetzt kann ich euch auch nochmal zeigen, dass 3/20stel auch wirklich die sind 9,15 sind. Das sind dann hier 3 durch 20. Ich mache hier noch 2 Nuller dran. 20. Und die 20 passt natürlich erstmal nicht in die 3. Also können wir hier eine 0 hinschreiben. Dann kriegen wir hier eine 0 runter. Dann haben wir hier 30. Und die 20 passt da einmal rein. 0,1. 10 bleiben übrig. Wir kriegen noch eine 0 runter. Haben 100 dann. Und da passt die 20 fünfmal rein. Dann sind wir hier bei 0,15. Diese 0,15 sind eben diese 3/20stel. Dann können wir schreiben 9,15.